Hallo Messerfreunde, hier ist Jake. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Top 10 Bowie und Kampfmesser. Diesmal in Klingenlängen zwischen 15 und 18 cm, also 6 bis 7 Inch. Und die Kandidaten liegen hier auf dem Tisch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja Leute, kommen wir jetzt zu den Teilnehmern am kleinen Wettbewerb Top 10 und in alphabetischer Reihenfolge werde ich sie euch kurz vorstellen. Das erste ist das Elmar Sock Bowie, die Version vom berühmten Designer, der leider nicht lange gelebt hat. Seki Japan gemacht, mit Lederscheiben als Griffmaterial mit den Fingergrooves, Messing, Knauf und Guard. Sehr schönes, für große Hände gemachtes Messer. Dann haben wir das US M3, also das Trench Knife der US-Truppen aus dem Zweiten Weltkrieg, auch mit Ledergriff, mit dieser Dolch- oder Bajonettklinge, ein Nachbau wieder aufgelegt von Böker. Hier haben wir einen Böker Magnum mit Wellenrücken, schönes Design, Holzgriff, Edelstahl, Guards und Knauf. Dann das R1 Military Classic von Cold Steel mit Mikarta-Griff, Edelstahlgard, angelehnt an ein Randall-Messer. Ich weiß jetzt im Moment die Nummer nicht. Dann hier das Extrema Ratio MK2.1 in so einer Desert Storm Version vom Golfkrieg. Hier haben wir ein spanisches Messer von Halcon. Hat auch ein ähnliches Design wie das Military Classic. Dann aber Messing Guard, Ledergriff und ein spezieller Knauf mit einem runden Abschluss, auch sehr schön gelungen. Hier ist das Haller Old Style Bowie Coffin Handle, schöner Guard mit gelungener Ätzung, einmal eine Büffeljagd und auf der anderen Seite eine Szene Eroberung vom Fort Alamo. Hier ist das US M4 von Pal, ein Umbau des Bajonetts. Hier fehlt der Ring mit Ledergriff, mit der Bajonettklinge, ein bisschen verchromt wurde das Messer danach. Hier haben wir das Schlieper Trophy Line Sp
Sportsman's Buoy. Das gleicht ziemlich dem Puma Buoy, dem kleiner, der kleineren Version. Sehr schöner Griff mit drei Nieten. Mit einer Full Tang. Gefällt mir auch super gut. Und last but not least ein Colt made by Schrade, also in den USA bei Schrade hergestellt, mit super super schöner Klingenätzung. Samuel Colt, the gun that won the West. Ein besonders Sammlerstück, nicht oft in einem guten Zustand zu bekommen. Ja, insgesamt finde ich alle Messer eigentlich super schön. Es fällt mir wieder mal schwer, jetzt die Rangfolge weiterzugeben. Aber ich setze das US M4 Pal auf den 10. Platz. Böker Buoy, Magnum Buoy auf Platz 9. Platz 8 geht an Halcon aus Spanien. Platz 7 dann an das Haller Alamo Buoy. Platz 6 an Böker US M3. Nummer 5, Platz 5 geht an, muss ich überlegen, an das Cold Steel R1 Military. Nummer, also Platz 4 an das Extrema Ratio. Nummer 3, das Trophy Line von Schlieper, das Sportsman's Buoy. Und jetzt Platz 1 und 2. Platz 2 Elmar Sock Buoy und Platz 1 an das Samuel Colt Schrade Buoy. Das ist meine Reihenfolge. Überlegt euch eure eigene und schreibt mir einen Kommentar drunter, wenn ihr Interesse an einem dieser Messer habt. Vielleicht können wir tauschen oder ihr könnt es von mir erwerben. Wie immer, ich habe wieder mal viel zu viele Messer, könnte wieder mal ein paar veräußern. Bis demnächst, Leute. Ciao.